So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte, des Instituts für Zeitgeschichte, des Archivs für, nicht für Zeitgeschichte, sondern der Universität Wien, der Universitätsbibliothek Wien, also der gesamten Uni Wien, herzlich begrüßen hier. Und zwar zu dem freudigen Anlass, das Buch von Linda Erker, die Universität Wien im Austrofaschismus, österreichische Hochschulpolitik 1933, bis 1938 ihre Vorbedingungen und langfristigen Nachwirkungen zu präsentieren. Bevor wir uns jetzt diesem wichtigen Werk zuwenden, ein paar organisatorische Aspekte. Ich ersuche alle Anwesenden, ich sehe ja eh auch, dass es so ist, die Mund-Nasen-Masken aufzubehalten. Nur die Sprechenden dürfen diese für die Beiträge abnehmen. Die Veranstaltung ist wieder eine hybride Veranstaltung, das heißt, die Veranstaltung wird auch gestreamt und wird gleichzeitig aufgezeichnet und ist in ein paar Tagen auch im universitären Repositorium Phaedra zum Nachschauen verfügbar. Es sind auch Fragen aus dem Publikum vorgesehen, das heißt, sowohl hier physisch vor Ort, aber eben auch über das Online-Tool Slido können Fragen von zu Hause gestellt werden. Zum Ablauf kurz. Zunächst wird Nina Knieling einleitend in Worte zum Buch sprechen. Sie ist promovierte Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Universitätsarchiv und gleichzeitig ist sie auch Mitherausgeberin der Schriftenreihe, Schriften des Archivs der Universität Wien, als dessen 29. Band das Werk von Linda Erker erschienen ist. Damit gleich zu Linda Erker. Sie ist auch promovierte Historikerin, sie lehrt und forscht am Institut für Zeitgeschichte hier. Ihre Schwerpunkte sind Geschichts- und Erinnerungspolitik, Universitätsgeschichte, Wissenschaftsmigration, nach Südamerika und auch rechte Netzwerke. Zu letzterem hat sie 2020 gemeinsam mit Andreas Huber und Klaus Daschwer die Publikation Der deutsche Club Austronazis in der Hofburg, im Czernin Verlag ist es erschienen, herausgegeben. Eine Aufzeichnung der damaligen Buchpräsentation können Sie auch in Phaedra nachschauen. Aber heute geht es um ihr neuestes Werk, die Universität Wien im Austrofaschismus. Das Buch ist bei Vienna University Press, das wird jetzt eine längere Geschichte, das ist bei Unipress, also einem Imprint des Vandenhoek und Ruprecht Verlages erschienen und das ist mittlerweile, gehört es zur Brill Publishing Group. Ja, so international sind wir mit diesem Buch, dass wir eben da zumindest drei Länder allein bei den Verlagsangaben abdecken. Das Buch selbst beruht auf ihrer überarbeiteten Dissertation. Ein kleiner Teil oder ein Anteil eben der Vergleich zur Universidad Madrid im Franco-Faschismus wurde dabei herausgenommen und aus dieser Dissertation und eben praktisch ein Teil gekürzt, der andere Teil wurde überarbeitet. Ihre Studie dabei ist erweitert dabei die bisherigen Erkenntnisse zur Debatte und zum Begriff Austrofaschismus, um den wirklich wichtigen Bereich der Universitätsbibliothek, der Hochschulpolitik. Sie leistet auch eine Diskussion zum Antisemitismus, einen Beitrag zwischen den Jahren 1933 bis 1938, aber sie rückt auch den Androzentrismus an der Universität Wien in ein neues Licht und vielleicht, wenn Sie hierher gekommen sind, ist Ihnen auch aufgefallen, die Ausstellung außerhalb dieser Rundgang zu 150 Jahre Frauen an der Universität Wien. Das ist noch nicht wirklich zu langen, mehrjahrhundertalte Geschichte der Universität Wien. Nicht zuletzt zeigt aber auch die Studie, dass viele Universitätsangehörige, die im Austrofaschismus Leitungsfunktionen innehatten, zwar nach dem Anschluss aus politischen Gründen ihre Anstellung verloren, aber nach der NS-Herrschaft wieder in Führungspositionen
im österreichischen Wissenschaftsbetrieb gelangten und sich so, wie es die Autorin nennt, im Austrofaschismus, die beginnende Provinzialisierung eben nach 1945 mit diesem Personal weiter fortsetzte. Nach dieser Präsentation durch Linda Erker führt Lucille Trédémy ein Gespräch mit der Autorin. Lucille Trédémy ist ebenfalls promovierte Historikerin und Assistentin hier am Institut für Zeitgeschichte. Sie ist aber auch assoziierte Professorin an der Universität Toulouse. Sie wird schließlich auch die Fragen aus dem Publikum moderieren und im Anschluss machen wir heute mal wieder was Neues. Normalerweise gibt es dann im Lesesaal sozusagen die Brötchen und Getränke, aber nachdem heute das Wetter so schön ist und auch Corona-bedingt, werden wir das nachher in den Hof hinaus verlegen. Das Buch Die Universität Wien im Austrofaschismus ist natürlich in jeder guten Bibliothek und Bücherei entlehnbar, ausborgbar. Es gibt es auch in elektronischer Version, wenn es lizenziert wurde. Aber natürlich können Sie es auch im guten Buchhandel kaufen. Die Autorin hat auch ein paar Belegexemplare, Autorinnen-Exemplare hier, die Sie dann auch gegebenenfalls vor Ort hier erwerben können. Ich wünsche Ihnen eine spannende Präsentation und Diskussion und darf nun das Wort an Kollegin Nina Knieling weitergeben. Danke. Ja, einen herzlichen guten Abend auch von meiner Seite. Derzeit ist es so, dass am Standort des Universitätsarchivs Bauarbeiten stattfinden. Eigentlich nicht nur derzeit, schon eigentlich sehr lange, aber wir sind bald fertig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es uns leider derzeit noch nicht möglich war, diese Veranstaltung auszurichten. Deswegen ergeht zunächst mal mein herzlicher Dank an dich, Markus Stumpf, dass du diese Veranstaltung hier als Hausherr beherbergst. Und es ist außerdem sehr wunderbar, dass die Möglichkeit des Streamings auch gegeben ist. Zunächst möchte ich gerne Grüße überbringen, und zwar von den beiden anderen Mitherausgeberinnen. Das ist Thomas Meisel und Ulrike Denk. Und die beiden sitzen selber gerade vor den Bildschirmen und schauen zu. Die Schriften des Archivs der Universität Wien wurden Mitte der 80er Jahre von Günter Hamann, Kurt Mühlberger und Karl Skatzl ins Leben gerufen. Und dieser erste Band, der da 1985 erschienen ist, wurde tatsächlich noch von einer elektrischen Schreibmaschine getippt und publiziert. Wir sind jetzt schon einiges weiter. Inhaltlich gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Ausrichtungen, die die Schriften des Archivs widerspiegeln. Und mittlerweile ist bei Vienna University Press erscheinen unsere Bände und sie ermöglichen als Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Universitätsgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte und der Personengeschichte der Universität Wien zu präsentieren. Und ein Großteil dieser Forschungsarbeit findet im Archiv der Universität Wien statt und das unterstreicht einmal mehr die Bedeutung des Archivs für die Bewahrung unseres Schriftguts und dass damit auch die Geschichte unserer Institution durch die Forschung kritisch hinterfragt werden kann und soll. Mit der Publikation des Bands 29 der Schriftenreihe haben wir einen neuen wunderbaren Beitrag und eine wunderbare neue Facette dazu gewonnen. Auch wenn es sich hier einfach um eine sehr schwierige Zeit handelt. Und ich denke, dass Linda Erker diese Geschichte wunderbar erarbeitet hat und nachgewiesen hat, dass es hier sowohl vor dem Austrofaschismus als auch danach sehr viele Kontinuitäten gab. Mein Dank gilt auch dem Rektorat und der DLE Bibliotheks- und Archivwesen für die Druckförderung dieses Buchs. Und last but not least bedanke ich mich bei Linda Erker, ohne die dieses Buch einfach nicht möglich gewesen wäre.
Die Grundlage diente, wie schon angesprochen, Ihre Dissertation. Und die vorliegende Publikation ist sicherlich ein Standardwerk, die die Geschichte des Austrofaschismus an der Universität Wien darstellt. Damit wurde eine Forschungslücke geschlossen. Und wenn man so eine fertige Publikation in Händen hält, ist es immer ein ganz besonderer Moment, zu dem ich dir, liebe Linda, im Namen der Herausgeberinnen dieser Schriftenreihe wirklich meinen Glückwunsch ausspreche und Danke sage, dass du dazu beigetragen hast. Danke. So, ich übergebe mal einmal. Ich versuche elegant. Mit einem Blick zum Techniker, habe ich irgendwas kaputt gemacht bei dem Mikro? Nein. Sehr schön. So. Jetzt geht's los. Im zweiten Anlauf die Buchpräsentation. Ich freue mich sehr. Zunächst einmal reihe ich mich in den Dank ein. Danke an Markus Stumpf. Es ist nicht die erste Veranstaltung, die wir gemeinsam machen. Ich freue mich, dass es jedes Mal wahnsinnig gut organisiert ist, dass dann auch so ein volles Haus ist und dass es einfach belegt, welche tolle Kooperation wir mit dem Institut und der Bibliothek haben. Und genau, also ich bin, glaube ich, schon seit 15 Jahren sehr gerne Gast hier als Leserin und als Besucherin und manchmal auch als Teil einer Präsentation. Danke dafür, dass du so ein guter Gastgeber bist. Danke auch an Marc Drews, der da hinten steht, der hinter den Kulissen auch tatsächlich alles organisiert hat und bis jetzt vor kurzem auch noch die ganze Technik gemeinsam mit dem Techniker hier vorne übernommen hat. Also danke auch für die Unterstützung. Nina Knieling, wir haben uns nicht oft in live gesehen, aber wir hatten jedes Mal eine sehr, sehr schöne Zeit, irrsinnig interessant, produktiv. Genau so, wie ich es gerne gehabt hätte, wenn ich es mir vorher hätte aussuchen können, habe ich mit dir eine Publikationsbetreuerin gehabt, mit der ich sehr gern gearbeitet habe, auch mit Uli Denk und Thomas Meisel, aber du warst sozusagen meine Ansprechperson unter euch drei Herausgeberinnen und ich möchte Danke sagen für ganz viele, ganz einfache Lösungsfindungsversuche und dann haben wir es eigentlich auch immer geschafft. Genau, danke an Lucille Dreidemi. Sie ist nicht nur eine Kollegin im Institut, sondern eine sehr gute Freundin und ich freue mich auf das Gespräch nachher. Sie ist ja selber auch Expertin im Bereich des Austrofaschismus, also von daher glaube ich, dass wir uns auch zu diesem Thema gut unterhalten können. Und danke an alle, die heute hier sind. Es gäbe hier vorne auch noch einen Sitzplatz frei oder sogar zwei. Ich sehe einen Kollegen, zwei Kollegen, also bitte nimm meinen Platz rück ein, Andreas. Genau. Danke, dass Sie alle da sind, danke, dass Sie online dabei sind und ich würde vorschlagen, ich lege jetzt mal los, denn, ja, ich muss mich einmal kurz orientieren, ich drücke jetzt mal auf den Knopf und es ist genau das, was passieren soll, auch passiert. Willkommen zu meiner Buchpräsentation, ich glaube, den Titel des Buches haben spätestens jetzt alle ganz parat, die Universität Wien im Austrofaschismus, österreichische Hochschulpolitik 1933 bis 1938, ihre Vorbedingungen und langfristigen Nachwirkungen erschienen in der Schriftenreihe des Archivs der Universität Wien. Was habe ich heute mit Ihnen vor? Nun ja, der Fahrplan für heute sieht so aus, dass wir mal ein paar Hard Facts besprechen. Was ist diese Studie? Wie bin ich zu dieser Studie gekommen? Wie habe ich sie auch irgendwie fertig geschafft? Genau, ich denke, das ist mal so das Einmaleins einer Buchpräsentation. Ich möchte Ihnen dann drei ausgewählte inhaltliche Schwerpunkte präsentieren. Ich denke, die könnten sozusagen mal so als Allgemeinplätze für die Publikation dienen. Und mit Lucille und mit Ihnen nachher können wir sehr gerne auch noch weitere Themen anreißen. Und das Wunderschöne ist, wir werden dann im Ausklang im Hof gemeinsam etwas trinken, etwas essen können und uns weiter unterhalten können. Genau. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, die Hard Facts sind immer das, was das Trockenste ist. Also freuen Sie sich auf das Ende der Hard Facts. Aber jetzt geht es mal los mit der Frage Ausgangspunkte der Studie. Es wurde schon ein bisschen angetriggert. Ich war von 2011 bis 2015 hier im Institut Predoc. Sie hören vielleicht heraus, dass ich schon ein bisschen länger hier bin. Jetzt bin ich Postdoc hier, aber hier war ich Predoc mit dieser Arbeit am Forschungsschwerpunkt für vergleichende Diktatur, Gewalt und Genozidforschung und habe 2018
meine Promotion hier abgeschlossen, verteidigt, und da ging es noch partiell auch um einen Vergleich mit der Universidad Central de Madrid, also der frühe Frankismus, 39 bis 45, wo ich für mich auch festmachen konnte, hier können wir wirklich von einem Faschismus sprechen und ein Vergleich auf universitärer Ebene macht Sinn. Macht auch bis heute Sinn. Meine Entscheidung war aber, dass ich aus meiner Arbeit zur Universität im Austrofaschismus eine Monographie vorlegen möchte. Ich verrate Ihnen auf der nächsten Seite, warum. Und somit habe ich begonnen, so eine Weiterentwicklung meiner Forschungen zu machen, eine Vertiefung vorzunehmen, um es eben zu einer Monographie auszuarbeiten. Und ich fühle mich heute ein bisschen freier, als wenn ich vielleicht nicht im eigenen Haus präsentieren würde. Ab und an werden Sie jetzt so etwas sehen, so blaue Pfeilchen. Und hier möchte ich ganz explizit Michael Bigos und Klaus Taschwer dafür danken, dass wir genau in diesem Prozess der Umarbeitung auch zur Monographie grafisch, sprachlich und ganz viel emotional Unterstützung bekommen habe. Von daher, genau, aber achten Sie auf die blauen Pfeilchen, die gibt es noch ein paar Mal im Rahmen meiner Präsentation. Nun gut, warum ein Buch über die Uni Wien im Austrofaschismus? Man könnte frech sagen, ja, warum denn nicht, aber es gibt auch tatsächlich sehr, sehr gute Gründe, denke ich, über die Uni Wien im Austrofaschismus etwas vorzulegen und zur Diskussion zu stellen, was ich hier hoffe, was das Buch sein wird, eine Diskussionsgrundlage, der auch noch weitere Auseinandersetzungen folgen. Zunächst würde ich mal sagen, über 80 Jahre nach dem Ende des Dolfer-Schuschnigg-Regimes liegen zwar zahlreiche Studien zum Austrofaschismus vor, also ich denke, die einschlägigen Werke sind hier bekannt werden hier auch geschätzt, aber gleichzeitig ist auch ganz frappant gewesen, als ich mit der Studie begonnen habe, dass es zur Entwicklung in der Wissenschaft und eben an den Universitäten zwischen den Jahren 1933 bis 1938 eigentlich keine konzise Studie gibt und auch keine Monographie dazu gibt. Und nun, das habe ich ja jetzt geändert, zumindest für die Universität Wien. Ich lade alle dazu ein, restlichen Universitäten und Hochschulen Österreichs hier mit in den Einklang zu bringen. Es gibt noch ganz und ganz viel und genug zu forschen. Ich glaube, was vielleicht auch als so ein Ausgangspunkt wichtig ist, dass mit Blick auf die NS-Zeit und für alle, die die PowerPoint hinten nicht lesen können, keine Sorge, erstens bin ich eh nah an der PowerPoint und wenn es nachher um Zahlen geht, sage ich sie alle und werde vielleicht wie eine Wetterfee ein bisschen auch aufzeigen, wo wir uns in den Trends gerade befinden. Also Sie müssen nicht den längsten Hals überhaupt hier entwickeln, Sie verpassen nur ganz, ganz wenig. Also, mit Blick auf die NS-Zeit würde ich sagen, oder das ist, glaube ich, auch im Bereich der Universitätsgeschichte so, gibt es sehr, sehr viele Studien. Das ist auch ganz berechtigt, weil gerade der März 1938 als Einschnitt, als Zäsur in der österreichischen Geschichte natürlich unzweifelhaft ein sehr, sehr schwerwiegender war. Und gleichzeitig wurde meiner Meinung nach auch lang unterschätzt, wie sehr die Universität und die Wissenschaft auch schon im Austrofaschismus Schaden genommen haben an dem Faktum, dass eine Diktatur schon vor 1938 in Österreich herrschte und somit auch Universitäten und Wissenschaft in gewisser Weise zurückgeworfen wurden. Ein paar Ziele der Studie. Nun, relativ trocken gesprochen, war mal zu Beginn klar, ich möchte etwas über die Wechselbeziehungen zwischen der politischen Ebene und der Universität mit ihren Funktionären, mit den Lehrenden und mit den Studierenden schreiben. Ein sehr klassisches und doch hartes Ziel ist es auch einmal, eine Rekonstruktion der Veränderungen innerhalb einer, in dem Fall einer Diktatur, nachzuzeichnen. Das ist die größte Hochschule des Landes und ich wollte mal schauen und herausarbeiten, wie so die politischen Kontexte und Handlungsspielräume der Akteure und der ganz wenigen Akteurinnen sich entweder im Austrofaschismus ändern oder sich vielleicht auch bestärken. Markus Stumpf hat es auch schon erwähnt, die Geschichte des Antisemitismus vor 1938 ist inhärenter Teil der Studie. Ich denke, es ist immer noch sehr wichtig zu betonen, dass auch an der Universität Wien der Antisemitismus nicht erst im März 1938 Fuß gefasst hat. Also hier wird es auch immer wieder heute kurz wiederum um den Antisemitismus vor 1938 gehen. Was ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Geschichte der NS-Bewegung, also der nationalsozialistischen Bewegung vor 1938 aufzuzeichnen, nachzuzeichnen und was mir in dem Buch, aber auch in dem Buch, was ich vor 2 Jahren mit Andreas Huber und Klaus Taschwer vorgelegt habe, wichtig war, auch die Kooperationen zwischen dem Nationalsozialismus oder den Nationalsozialisten und den Christlich-Sozialen, also diese Kooperation, die es auch auf universitärer Ebene gab, einerseits nachzuzeichnen und auch tatsächlich zu unterstreichen, dass es hier nicht dieses absolute diesen Gegensatz oder diese Pole gibt, von denen manche im Sinne von Lagern sprechen, also schon vor 1938, auch vor 1933.
Und ein Ziel ist es tatsächlich, nochmal zu betonen, dass wenn wir uns eine Diktatur, in dem Fall den Austrofaschismus von 33 bis 38 ansehen, wir ihn nicht isoliert betrachten können. Also eben darum ist sogar die Vorgeschichte und haben auch die Nachwirkungen es in den Untertitel geschafft, weil ich denke, nur so können wir das ganze System ein bisschen besser fassen. Ein paar Fragen und Themen der Studie, in dem Fall habe ich mir 4 rausgesucht. Es gibt noch viel mehr, aber zum einen war es mir wichtig, einmal darüber nachzudenken, wie und mittels welcher Instrumente wurde in die Uni, also von außen hinein, aber auch innerhalb der Uni interveniert, also im Sinne der Repressionen, des eigenen Machtzuwachses. Also was passiert hier eigentlich? Wer hat Interessen, auf die Universität einzuwirken, aber auch innerhalb der Universität sich sozusagen Raum zu erkämpfen? Und Raum erkämpfen bedeutet, andere rausdrängen sehr oft. Ja, ich bin viel zu schnell. Normalerweise rede ich schneller, als ich klicke. Diesmal ist es umgekehrt. Nein, wir hatten das. Jetzt sehe ich wieder dasselbe. Ach gut, wir hatten wir einen. Ja. Nun, welchen Einfluss hatte die katholische Kirche? Ich denke, hier habe ich begonnen, etwas aufzuzeigen. Kolleginnen in der Austrofaschismusforschung haben mir ja auch schon einiges beigetragen. Darf ich mal kurz anmerken, dass ich irgendwie andere Dinge sehe als... Aha. Gut, es springt immer um. Ja. Gut, wir zwei haben unterschiedliche Auffassungen, was gezeigt werden soll. Ja. Also ich sehe jetzt ein paar Fragen und Themen der Studie. Ja, jetzt sie auch wieder. Es wird verwirrend. Aber gut. Die katholische Kirche ist nach oben gerutscht, das ist es, na gut. Ja, auch im Austrofaschismus hat die katholische Kirche an Macht gewonnen, also das Raufrutschen können wir von mir so verstehen. Mir war es wichtig, aber neben diesem Aspekt der katholischen Kirche, auch die Frage der Exklusion linker und oder jüdischer, beziehungsweise, und das ist auch schon im Austrofaschismus sehr wichtig, von Wissenschaftlerinnen zu betonen, die sich selbst zum Beispiel nicht als jüdisch gesehen haben, also darum schreibe ich hier, und oder jüdischer bzw. als jüdisch fremd definierter WissenschaftlerInnen, denn Antisemiten haben nicht nach der Eigendefinition gefragt, sondern haben Menschen und Kolleginnen zum Teil einfach zu Juden erklärt bzw. sie einfach als Antisemiten behandelt. Und das noch dazu gemeinsam in einer Lobby, in Netzwerken, und das ist auch Thema der Studie ein wenig. Und die Spannungsverhältnisse zwischen dem Regime und den nationalsozialistischen eingestellten Lehrenden und Studierenden sollten so ein bisschen thematisiert werden. Und ich meine Spannungsverhältnis im positiven wie im negativen Sinne. Also Sie werden jetzt gleich merken, auf was ich hinaus möchte. Und jetzt noch zum Aufbau der Studie. Jede Studie hat eine Einleitung und eine Conclusio, das habe ich Ihnen auf der PowerPoint jetzt erspart. Ganz im Sinne der Vorgeschichte geht es erst einmal im ersten Teil darum, die politisierte Universität 33 und die Jahre davor, also 18 bis 33, nachzuzeichnen, weil ich glaube tatsächlich, man viele Dinge, die nach 33 passieren oder Netzwerke, die wirken, nicht immer ganz verstanden werden können, wenn man nicht die Jahre davor ansieht. Dann folgt allerdings, und das verspreche ich Ihnen ja im Titel, die Universität Wien im Austrofaschismus, geht es einerseits in einem ersten Teil, um die Jahre, um die erste Phase des Austrofaschismus, das ist in 2 Kapitel gegliedert, die Studie ganz allgemein zum Austrofaschismus, und das finden Sie auch, das ist jetzt nicht ein innovativer neuer Zugang, sondern die Idee, dass der Austrofaschismus sich auf jeden Fall in 3 Phasen aufteilen lässt, findet sich auch in der Studie wieder. Phase 1, März 33 bis Juli 34, man kann auch diskutieren, ob es Mai 34 ist, aber hier würde ich mal nicht so streng sein, März 33 bis 34. Zunächst habe ich erstmal über den NS-Studententerror und die Versuche des austrofaschistischen Regimes hier unter Anführungszeichen den akademischen Boden auch wieder zu befrieden, also Studierende. Und im 2. Kapitel dazu passend geht es um die Veränderungen im Lehrkörper. Sie werden sehen, ich ziehe das Ganze noch länger durch, also die Trennung der Studierenden und Lehrenden, weil es sehr komplex ist und sie gemeinsam zu behandeln, ging sich nur also konzeptionell in einem Kapitel aus, aber noch nicht im nächsten Teil, der die 2. Phase des Austrofaschismus eröffnet, ist die Phase vom Juliputsch 34 bis zum Juliabkommen 36. Ich würde sagen, das ist die Hochphase, die Hochblüte des Austrofaschismus. Wir sehen hier schon das, was sich die Diktatur vorgenommen hat und implementiert, wächst langsam, kann die ersten Erfolge verbuchen. Also das heißt 34 bis 36, so diese Frage der Gestaltungsansprüche der Studierenden selbst, aber auch des Regimes mit und für die Studierende und die Neuordnung und Einsparungs-,
Versuche zumindest des Regimes, indem man Berufungen, Pensionierungen der Lehrenden versucht zu steuern und eben sozusagen das eigene durchzusetzen. Und im abschließenden Austrofaschismus-Kapitel, würde ich jetzt mal nennen, geht es um den Abstieg des Austrofaschismus, Juliabkommen 36 bis Anschluss 38. Hier geht es, ist es für mich sich auch konzeptionell ausgegangen, Studierende und Lehrende gemeinsam zu behandeln. Genau. Und die Nachwirkungen versuche ich nachzuzeichnen unter dem Übertitel Der lange Schatten des Austrofaschismus. Da geht es einerseits um natürlich um die Zäsur des März 38, aber über eine Zäsur hinweg. Manchmal vergisst man, es gibt auch Kontinuitäten über diesen zeithistorischen Bruch in unserer Geschichte und auch über den Mai 1945, also das Kriegsende hinaus, sehe ich den langen Schatten eben des Austrofaschismus deutlich werden. Und das ist das abschließende Kapitel, wo es danach noch zu Schlussfolgerungen kommt. Aber gut. Bei der Quellenarbeit habe ich mir zu Beginn vorgenommen, nicht nur herrschaftliche Quellen unter Anführungszeichen zu konsultieren. Es ist eine Universität, es ist eine Institution, es ist ein elitärer Ort. Es ist als Historikerin, die auch sehr lange geschichtswissenschaftliche Arbeitstechniken und Archivkunde unterrichtet hat, immer wichtig zu betonen, gegenüber TeilnehmerInnen meiner Seminare, nicht nur herrschaftliche Quellen zu suchen und zu finden. Aber es ist nicht immer so leicht bei so einer großen Institution. Und ich habe versucht, eine Mischung zumindest Ihnen hier in der Arbeit zu präsentieren. Eine Mischung aus ganz klassischen Archivalia. Das sind staatliche Verwaltungsakten. Aber wenn wir schon mal hineinsehen, gut, Bundesgesetzblätter sind, glaube ich, ganz klar, für was man die verwendet. Ministerratsprotokolle, abgekürzt in dem Fall hier mit MRP, sind eine Fundgrube für vermeintlich die Nachverfolgung von politischen Prozessen. Aber da lernt man eigentlich schon sehr, sehr viel über das Regime, auch wenn das eine redigierte Quelle ist, also wo sehr viele hineingearbeitet haben. Hier erfährt man zum Beispiel, wie die Minister diskutieren. Wie nennen wir das denn, wenn wir Leute aus politischen Gründen anhalten? Nennen wir es Konzentrationslager, ja oder nein? Warum? Also da kriegt man schon sehr schnell ein Gefühl. Genau, die Einführung der Todesstrafe, wie wird das argumentiert? Also das ist gar nicht so eine trockene Materie, wie man vielleicht befürchten würde. Und die Verordnungsblätter des Bundesministeriums für Unterricht sind eine Fundgrube, die wird selten konsultiert, diese Quelle, aber hier lernt man sehr schnell, dass zum Beispiel Italienisch als erste Fremdsprache eingeführt wurde im Schulunterricht. Und natürlich, wenn man zum Austrofaschismus arbeitet, man versteht natürlich auch sehr schnell, warum die Nähe zu Italien und zu Mussolini wird dadurch bestärkt. Aber gut, keine Sorge, wir gehen jetzt nicht jede Art der Quelle eins zu eins durch, aber um Ihnen auch ein bisschen den Strecken der staatlichen Quellen zu nehmen, den ich zuerst verspürt habe. Personenbezogene Disziplinarakten sind, glaube ich, klar, was das ist. Dokumente der universitären Administration, gut, das ist ebenfalls klar, wieso auch Personal- und Personenakten sind sehr stark eingeflossen, nicht nur aus der Zeit des Austrofaschismus, sondern auch GAU-Akten, also vor allem aus der NS-Zeit oder NS-Registrierungsakten, die manchmal auch Entnazifizierungsakten genannt werden. Das finden Sie in diesem Buch. Auf etwas möchte ich hinweisen, was viel zu selten an der Universität Wien selbst konsultiert wird, nämlich die Dokumentationsstelle lebensgeschichtliche Erinnerungen, die lebensgeschichtliche Erinnerungen nicht nur versprechen, sondern für einen auch bereitstellen. Und ich habe versucht, so oft es geht, irgendwie eine Farbe hineinzubekommen und zu fragen, ja, wie hat denn dieser Alltag an dieser Universität ausgesehen? Da kann man veröffentlichte und unveröffentlichte Lebensgeschichten zu Rate ziehen. Und zeitgenössische Zeitungen und Zeitschriften, da spreche ich nicht nur von Anno, von der Nationalbibliothek, aber vor allem auch eine grandiose Quelle. Archive über Archive, das zähle ich nicht alles auf, aber Sie können sich vorstellen, wenn man zur Universität Wien arbeitet, wo geht man als Erster hin? Zum Uniarchiv, da komme ich gleich. Aber es gilt ja eigentlich genau aus der kritischen Perspektive zu überlegen, wo gehe ich noch hin? Wo schaue ich nach? Wo gibt es widersprüchliche Quellen vielleicht zu dem, was ich in der Quellen produzierenden Institutionen finde, und das sind Polizeiarchive, Archive, aber auch der Akademie der Wissenschaften, also einer anderen österreichischen Institution der Wissenschaft. Hier im Haus haben wir ein eigenes Archiv und so geht das dahin. Selbstverständlich geht man innerhalb Wiens auch in die Archive der anderen Hochschulen und Universitäten, also TU-Archiv, WU-Archiv, ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, und ab und an schaut man sogar über die Grenzen hinaus und blickt nach München. Über die Grenzen hinaus muss man so und so blicken, wenn man sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Bundesarchiv Berlin, das Dokumentationsarchiv, Gedenkstätten haben ebenfalls Archive, wo man wunderbar arbeiten und nachfragen kann. Die National Archives in Washington, da haben wir die Möglichkeit gegeben, ein paar Dinge auch aus der fernen Perspektive nachzeichnen zu können. So zieht sich das durch, bis ich Ihnen sage, dass die beste Arbeit die Quellenarbeit im Uniarchiv war.
Und warum? Erstens, weil dort die gesamten Personalstandsverzeichnisse liegen. Und jetzt kommt gleich der nächste blaue Pfeil. Dank Jutta Fuchshuber und ihrer extrem motivierenden Art, sagen wir so, 1800 Universitätsangehörigen eine Excel-Tabelle einzugeben über mehrere Sonntagabende, und das waren sehr viele, kann man aus einer Quelle, aus dem Uni-Archiv, sich tatsächlich auch etwas eine Datenbank basteln. Aber das habe ich nun wirklich nicht allein gemacht. Das hätte ich nicht geschafft. 700 Disziplinarfälle haben gewartet für die Zeit 33 bis 38, um durchgearbeitet zu werden. Und so geht es dann weiter. Vorlesungsverzeichnisse, wer lehrt was und wann. Personalakten, das Bildarchiv des Archivs der Universität Wien wurde ordentlich strapaziert und sogar die Gemäldesammlung wurde aufgesucht. Also ich rate Ihnen, gehen Sie vor Ort und fragen Sie nach. Fakultätsakten, Senatsakten, Rektoratsakten. Also wenn man das alles zusammenpanscht, sich viel Zeit nimmt, dann kommt irgendwann eine Publikation wie diese heraus. Aber auch hier kann ich nur sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass es in der Schriftenreihe des Archivs erschienen ist. Nicht nur wegen der guten Betreuung und weil ich ja doch an der Uni Wien hänge, sondern auch weil meine Nachbarinnen innerhalb der Reihe, also ich nenne jetzt nur Camilla Staudl-Zichowitz oder die beiden Pfefferles, tolle Studien innerhalb dieser Reihe vorgelegt haben. Und da fühlt man sich dann geehrt, wenn man selbst auch dabei ist. Und als Historikerin von einem Archiv herausgegeben zu werden, finde ich schon, ja, sehr, sehr toll. Und nun waren die Hard Facts auch schon wieder vorbei und ich erzähle Ihnen kurz, wie ich dachte oder wie ich angefangen habe und 5 Punkte der Vereinnahmung auch tatsächlich an der Universität Wien im Austrofaschismus gefunden habe, würde ich sagen, die aber nicht so einzigartig sind, was eigentlich auch wieder erleichtert, wenn man zu einer Diktatur forscht. Nämlich es gibt Kollegen, namentlich John Connolly und Michael Grüttner, die in einem Sammelwerk aufgezeigt haben, dass es an Universitäten, und da haben sie zum Beispiel Polen, Deutschland, Russland, Spanien, Italien als Vergleichsstudien vorgenommen, dass man 5 Punkte der Vereinnahmung eigentlich in all diesen Diktaturen sieht. Ich würde behaupten, oder ich behaupte es, dass man die auch an der Universität Wien sieht. Es wundert nicht, dass der Austrofaschismus es noch nicht in so eine Sammlung, internationale Sammlung der vergleichenden Universitätsgeschichte geschafft hat. Der Eingriff in die Lehre und Forschung ist einer von 5 Zugriffen oder Maßnahmen, wie eine Diktatur sich der Universität annähert. Die Säuberung des Lehrkörpers, ist, glaube ich, liegt auf der Hand, was das Ziel davon ist. Ein weiterer Punkt, den man mehr oder weniger in den Diktaturen dieser Welt oder zumindest Europas, die diese untersucht haben, sieht, ist, dass die Selbstverwaltung der Universität von Seiten der Diktatur sehr, sehr schnell eingeschränkt wird. Zugangsbeschränkungen in der Idee einer Auslese, einer studentischen Elite, aber auch loyaler Lehrende ist immer ein Punkt, der eigentlich umzusetzen gilt. Man will ja was als Diktatur mit der eigenen Universität verändern. Und es geht ganz recht schnell auch immer darum, die internationale Wissenschaft abzuwerten, sich selbst als nationale Wissenschaft ins Zentrum zu stellen. Das provoziert natürlich eine Provinzialisierung der eigenen Wissenschaftslandschaft. Aber ich glaube eben, dass diese idealtypischen Eingriffe auch an der Universität Wien im Austrofaschismus zu erkennen sind. 2 Sachen muss man anerkennen. Auch schon davor haben manche dieser Maßnahmen stattgefunden, beziehungsweise haben ins Regime hineingewirkt. Und zweitens, der Austrofaschismus hat 5 Jahre gedauert, wie Sie wissen. Ich behaupte, hätte er länger gewirkt, wäre es nicht zum März 38 und zum Anschluss gekommen, hätten bestimmte Teile noch viel stärker ihre Wirkung gezeigt. Genau. Und hier muss man vielleicht auch noch mal bedenken oder tatsächlich betonen, dass keine dieser Zugriffe der Vereinnahmung nur von oben nach unten, also top-down, sondern eben auch von beispielsweise TeilnehmerInnen, Angehörigen der Universität selbst sozusagen angeleiert bzw. unterstützt wird. Also keiner dieser Punkte ist nur eine vom Staat aufoktroyiertes und die Angehörigen der Universität ergeben sich sozusagen. Also hier geht es ganz klar darum, dass es auch Handlungsspielräume für die Angehörigen gibt. Und nun zu den 3 Punkten, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das ist einerseits Hochschulpolitik und Lehrende. Unter Hochschulpolitik verstehe ich jetzt mal für heute damit vor allem, es geht mal um Interventionen. Also was passiert hier? Welche Prozesse werden in Gang gesetzt? Ich würde mit der Exklusion beginnen. Denn der Austrofaschismus, ich spreche immer so von dem Austrofaschismus, aber es ist für mich jetzt gerade leichter, die Exklusion hat als erster Mal das Ziel gehabt, an der Universität eben, wie ich vorher schon ganz kurz gesagt, den universitären Boden zu befrieden. Das hat vor allem die Studierenden betroffen. Bei den Lehrenden ging es darum,
Lehrende loszuwerden. Also Camilla Staudegl-Zichowitz hat einen Aufsatz mal geschrieben, wie werde ich einen Prof los? Und ziemlich genau so hat man hier auch im Austrofaschismus, also das, genau das haben sie sich die Frage gestellt. Und die Antwort war über Pensionierung, also Pensionierungswellen und Frühpensionierungswellen. Frühpensionierung bedeutet vor dem 70. oder 65. Lebensjahr, je nachdem, wie die Regelung ist. Die Universität hätte und hatte die Möglichkeit, die Venia eines Lehrenden, also die Lehrbefugnis, abzuerkennen, beziehungsweise Lehrende auf Wartegeld zu setzen. Das ist etwas sehr Technisches. An der Uni Wien ist das sehr, sehr selten vorgekommen, dass Lehrberechtigungen abgesprochen wurden. Es kam vor, Wartegeldregelung bedeutet, dass man jemanden auf den Bezug in der Höhe des Arbeitslosengeldes gesetzt hat, aber ihn nicht hat lehren lassen. Warum lässt man jemanden nicht lehren? Aus ideologischen, aus politischen Gründen. Aber hier sind einfach mal, damit Sie die Vielfalt der Maßnahmen kennen, Disziplinarverfahren. Die gab es und gibt es, wahrscheinlich gibt es heute auch noch Disziplinarverfahren, aber die gab es in den 20er Jahren, da gibt es ein paar berühmte, aber auch in den 33 bis 38 gibt es Disziplinarverfahren gegen Lehrende. Genau, Ziel Ausschluss aus dem Kreis der Universitätsangehörigen. Das Doppelverdienergesetz parken wir mal gedanklich, das ist eine Maßnahme, die im Dezember 33 gegen die angestellte Frau vorgenommen wurde. Aber auch das ist eben ein Exklusionsmechanismus einer der ersten österreichischen Diktatur, um in die Universität hineinzuwirken. Und mit dem Ergebnis Streichungen von Professorenposten. Man kann sich nicht vorstellen, wir sehen hier einen Verlauf der Entwicklung der Professorenposten und ich kann Ihnen ganz kurz sagen, ich habe hier alle Fakultäten von 33 bis 38 und zu beobachten ist, dass grundsätzlich wir 25% aller Professorenposten in dieser Statistik verlieren. Das heißt, ein Viertel aller Posten an einer Universität werden gestrichen. Betroffen hat das vor allem die medizinische und die philosophische Fakultät, die katholische Theologie, also die Fakultät der Theologie hat katholische Theologie ein Zuwachs sogar, entspricht, wenn man es salopp sagen will, dem Regimecharakter. Und die Rechts- und Staatswissenschaften haben auch Posten verloren, aber Medizin und Philosophie waren hier bei der Postenstreichung am stärksten betroffen. Gleichzeitig, wenn man sagt, man exkluiert, man schaut, dass man Leute aus dem universitären Raum rausbringt, muss man aber auch überlegen, aber auch der Zugang muss geregelt werden, also die Frage der Inklusion. Das hat man einerseits, macht man ja auch bis heute mit Habilitationen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, damals noch weniger. Man hat die Habilitationsordnung provinzialisiert, unter anderem hat man festgelegt, dass nur noch österreichische Bundesbürger sich an der Universität generell an den Hochschulen habilitieren können. Also das ist schon mal ein großer Ausschluss, zum Beispiel der Lehrenden aus dem Deutschen Reich, aber auch natürlich von woanders. Berufungen. Wer wird berufen? Man beruft vor allem ab 33 zumindest regimeloyale Lehrende, das waren nicht immer, beziehungsweise also vor 33 hat man sich auch sehr stark darum bemüht, nur einen ganz klaren Kreis von Menschen an die Universität hineinzuholen und zu berufen. Mit 33 ändert sich das ein bisschen mehr im Sinne des Regimes. Man kann salopp auch sagen, die Qualität der Lehre oder der Forschung war nicht immer an vorderster Kategorie bei der Bewertung. Politische Loyalität war sozusagen im Ranking, ist dann doch weiter nach oben gegangen. Und wie Sie wissen, gibt es ja ab 33 bzw. 34 dann verpflichtend die Vaterländische Front und der Berufsstand der öffentlichen Bediensteten der Universitätsangehörigen, die waren verpflichtet, in die Vaterländische Front beizutreten. Nicht alle haben das getan, nicht alle, die beigetreten sind, waren auch inhaltlich mit Herzblut bei der austrofaschistischen Sache, aber so kann man auch sozusagen ein bisschen steuern, wer steigt auf. Also in Ausnahmefällen ist es passiert, dass jemand, der nicht der Vaterländischen Front beitreten wollte, tatsächlich auch nicht aufsteigen konnte zum Dekan. Passiert nicht immer, also ist nicht immer ein Hindernis, aber genau. Und dasselbe spielt es sich eigentlich auch bei den Studierenden ab. Da gibt es die Frage der Kontrolle, wieder des Einlasses, aber auch der Frage der inhaltlichen Einwirkung auf die Studierenden. Kontrolle bedeutet in dem Fall mit der Matura und einer Betragungsnote beziehungsweise der Frage, ob sich jemand schon illegal parteipolitisch betätigt hat, kann man steuern, ob jemand an die Universität Wien zum Beispiel aufgenommen wird als Student. Christian Broder hat sich bereits als Schüler parteipolitisch betätigt, durfte nicht zunächst an der Uni Wien studieren.
Disziplinarverfahren gibt es jede Menge gegen Studierende, darauf kommen wir noch. Und es wird ein eigener Kommissär, so heißt das, eingesetzt, um eben die Disziplinierung unter den Studierenden, wie das damals genannt wurde, zu steuern und genau, also hier drosselnd einzuwirken. Und auffallend ist eine sehr viel engere Zusammenarbeit mit der Polizei und der Einführung einer Hochschulwache. Also es geht hier auch darum, nicht nur über Maßnahmen, sondern tatsächlich auch über Kooperationen und vor Ort Präsenz die Hochschüler und Hochschülerinnen einzuschüchtern. Hier sehen wir zwei Bilder. So hat man sich die Hochschulwache vorgestellt mit einem so einem Pin, der dann auch der wurde getragen, und die Hochschulwache hat einen eigenen Sitz an der Universität Wien im Hauptgebäude, wie auch an anderen Universitäten, das ist nicht einzigartig. Bei der Erziehung, sozusagen in der ideologischen Einwirkung auf den Studentenkörper, der geformt werden sollte, ging es darum, relativ rasch eine Monopolorganisation einzuführen. Sie erkennen vielleicht die Hochschülerschaft Österreichs, wenn wir es ist die Vorgängerorganisation der österreichischen Hochschülerschaft. Es wurde eingeführt, es wurde nach dem Führerprinzip organisiert. Wenn man sich anschaut, wer führt diesen Studentenkörper, den österreichweiten und den an der Universität Wien, dann kann man sagen, alle jene, die wichtige Positionen damals eingenommen haben, als Sachwalter, so hießen diese Studentenführer, haben nach 1945 in der ÖVP Karriere gemacht. Dann das Hochschulerziehungsgesetz, ich hatte Ihnen vorher von der Hochblüte des Austrofaschismus erzählt, das Hochschulerziehungsgesetz 1935 wird eingeführt und bringt mit Pflichtvorlesungen für alle Studierenden, in dem Fall einerseits eine Pflichtvorlesung zu ideellen und geschichtlichen Grundlagen, also Sie hören schon den Duktus, wie auch eine Vorlesung zur weltanschaulichen und staatsbürgerlichen Erziehung. Und das tatsächlich eben für alle Studierende, auch für Frauen. Was nicht für Frauen vorgesehen war, waren die vormilitärischen bzw. paramilitärischen Hochschullager, die eingeführt wurden. Ich komme gleich mit zwei Bildern dazu, damit Sie sich vorstellen können, was dort stattgefunden hat. Jeden Sommer Hochschullager an mindestens 3 bis 4 Standorten. Erstes Jahr freiwillig, ab dann verpflichtend für alle männlichen Studierenden, mit Ausnahme der katholischen Theologie. Genau, Gas- und Luftschutzübungen wurden ebenfalls eingeführt, aber gut. Das Regime hatte tatsächlich damit zu kämpfen, erst einmal den akademischen Boden für sich zu ordnen, eben in den Quellen wird das immer so die Befriedung genannt. Es gab zwei Oppositionen, wobei die Größe der Oppositionen nicht dem entspricht, wie Sie es jetzt gleich sehen werden, aber ich wollte, dass man das auch erkennt. Die Opposition waren, sieht man hier in diesen schwarzen Balken, das sind die Studierenden, die ganz kleinen grauen Balken, das ist das Personal. Ich hatte Ihnen vorher gesagt, man kann ja auch einen Professor vor den Disziplinarsenat bringen. Aber die Zahlen der disziplinierten Studierenden geht mit dem Austrofaschismus sehr, sehr stark rauf. Also wenn wir die Grafik weiter nach links noch skalieren würden, 32 ist nicht nennenswert, aber ab 1933 geht es sehr schnell hoch und 1934 haben wir einen Peak von 277 Verfahren gegen Studierende, die mit absoluter Mehrheit wegen parteipolitischer Betätigung sind. Innerhalb dieses Spektrums sind vor allem die nationalsozialistischen Studierenden die ein Disziplinarverfahren haben. Das geht dann zwar ein bisschen runter, 35, und dann tatsächlich, das entspricht auch wieder der Phaseneinteilung des Austrofaschismus, aber wir sehen, Juliputsch schlägt schon aus, also 1934, aber viele Juliputschisten zum Beispiel werden erst 1935, ist die Verhandlung erst fertig. Also das sind alles diese hochaktiven NS-Studierenden an der Uni Wien. Und nicht, dass man glaubt, das sind die Deutschen, die nach Österreich gekommen sind. Das war oft der Verdacht, das sind österreichische Nationalsozialisten, die sehr überzeugt und sehr aggressiv waren. Auf der linken Seite habe ich Ihnen 3 Quellen mitgebracht, die vielleicht ein bisschen die linke Opposition, die arbeiterlinken Opposition nachzeichnen, wobei die Quellenlage sehr, sehr schwierig ist. Man muss bedenken, sie leben ja alle in der Illegalität in dieser Zeit und das Ziel jeder illegalen Tätigkeit ist es, nicht erwischt zu werden. Also Widerstand, der gelingt, wird nicht zum Beispiel im Staatsarchiv zu finden sein, weil ja eben nichts zurückbleibt. Was aber zurückgeblieben ist, ist zum Beispiel eine Zeitschrift, der Rote Hochschulkampf, Zeitung, jetzt muss ich es aber auch selbst nochmal lesen, Zeitung des geeinten Roten Studentenverbandes. Das Deckblatt war nicht so mit diesem Header, sondern das Deckblatt war eigentlich eine getarnte Flugschrift für einen Fahrschulführer oder so ein Fahrschulautofahrbuch. Und wenn man es aufgemacht hat, dann war eben das politische
Papier darin. Offensichtlich ist jemand mit dieser Zeitschrift festgenommen worden, so landet das im Archiv. Ein Streuzettel, den ich vom Archiv der Technischen Universität habe, ist ein Streuzettel, meistens so liegen gelassen worden, das ist ja auch schon illegal gewesen, für Georg Weißel, da drauf steht: Weißel, wir vergessen dich nicht, die proletarische Revolution wird dich rächen. Georg Weißel, Schutzbundkommandant Floridsdorf, ist am 15.02.1934 hingerichtet worden. Die proletarische Revolution hat ihn nicht vergessen und hat diese Flyer verteilt, nennen wir es mal so. Und eins drunter noch, es gibt natürlich auch Studierende, die irgendwann nicht mehr in Wien sind, sondern sich 1938 Leopold Spira den internationalen Brigaden in Spanien zum Beispiel anschließen. Also das ist auch eine Opposition, die hochpolitisiert ist. Genau. Aber, und das ist tatsächlich die lautere Opposition, die gefährlichere, aber auch mit der man schlussendlich sehr schnell paktiert hat, sind die nationalsozialistischen Studierenden an der Uni Wien. Ich habe Ihnen eine Headline aus einer Zeitung mitgebracht, stellvertretend. Erinnert mich dieses Bild daran, Ihnen zu erzählen, dass es einfach eine ganz, ganz starke Präsenz in den Medien damals der NS-Terrorattacken innerhalb Österreichs gab, nicht nur an der Hochschule. Also die nationalsozialistische Bewegung ist viel präsenter in der Beobachtung, aber auch das Schreiben darüber. Also das findet man viel leichter etwas. Hier geht es um Übergriffe im Mai 1933 auf das Anatomische Institut, so eine der Ikonen, es kommt nachher auch ein Bild dazu. In der Mitte habe ich Ihnen einen Teil eines Disziplinaraktes mitgebracht, in dem 6 Putschisten, also Juli-Putschisten der SS-Standarte 89, an der Universität Wien ein Disziplinarverfahren bekommen, weil sie eben Studierende der Uni Wien sind. Und in einem sehr umfangreichen Akt geht es darum, also nachzuzeichnen, wer sind die, wie lange sind die schon in der NS-Bewegung. Und wenn man denen nachfolgt, über 38, über 45 hinweg, die machen alle sehr, sehr gute Karrieren und werden als Märtyrer im NS-Regime dann auch geehrt. Und unten habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, vielleicht gehen Sie alle gerne ins Vinzi-Rast und Vinzi mittendrin. Das war damals das Café Hochschule, noch ganz kurz vor dem Parteiverbot im Juni 1933, wurde im Mai 1933 dieses Foto aufgenommen. Und man sieht praktisch das Eck des Lokals, Café Hochschule, und komplett beflaggt mit dem Hakenkreuz und Hakenkreuzflaggen. Also das ist eine Präsenz medial, aber auch tatsächlich und auch in der Schlagkraft, die die linke Opposition niemals hatte. Aber gut, es gab sie auch, die regimeloyalen Studierenden. Die hatten einerseits in den sogenannten, hatte ich Ihnen erwähnt, Hochschullagern die Möglichkeit, sich auch ideell zu schulen, aber auch militärisch. Also ganz links wird gerade ein Zug vorgeführt. Ich glaube, das ist in Rotholz in Tirol. Und hier rechts sehen wir bei bestem Sonnenschein Übungen zum Handgranatenwerfen. Also da ging es tatsächlich darum, Leute zu schulen, die Wehrhaftmachung. Es gibt auch sehr amüsante Bilder von diesen Hochschullagern, aber die hatten ein klares Ziel. Man wollte sich wehrhaft machen, aufrüsten. Ideologisch war natürlich auch alles dabei. Ein sogenanntes Hochschullagerlied wurde komponiert. Wir können froh sein, dass der das komponiert hat, nicht sehr lange in der Musik geblieben ist. Das Ministerium hatte ausgeschrieben, man möge in dem Hochschullager bitte ein Lied komponieren, man brauchte so einen Marsch und so weiter. Dann gab es Gutachten zu diesem Lied, die komplett desaströs waren. Also dem Komponisten wurde alles abgesprochen, was man irgendwie Talent nennen könnte. Wir kennen ihn heute als den Begründer von Billa. Also Herr Vlaschek hat eigentlich das Hochschullagerlied verfasst. Aber ja, erfüllt innerhalb einer Diktatur, einer faschistischen Diktatur, ein klares Ziel. Aus der Gemeinschaft heraus sozusagen sich so motivierende ideologische Aspekte heranzuziehen. Und die Publizistik der Studierenden ist sehr, sehr wichtig, eine tolle Quelle. In dem Fall habe ich Ihnen die akademischen Nachrichten mitgebracht. Also die Studierenden, die regimeloyalen Studierenden, haben mindestens 2 bis 3 eigene Zeitschriften, in denen man auch sehr schnell nachzeichnen, also herausfinden kann, wo sie sich selbst positionieren. Der zweite Aspekt, den ich Ihnen mitgebracht habe, den ich aber nur kurz anschneiden will, weil er viel zu komplex in Wirklichkeit für eine PowerPoint-Präsentation und meine ist, hatte ich auch gesagt, Antisemitismus gibt es lange vor 1938, aber auch vor 1933. Hier will ich einfach, dass Sie mitnehmen, dass es mich beschäftigt hat in der Publikation. Antisemitische Netzwerke gab es lange vor 38 und 33 mit dem Ziel, linke oder jüdische Lehrende aus der Hochschule zu drängen. Das
Postenstreichungen und Frühpensionierungen an der Uni Wien im Austrofaschismus unter dem Deckmantel der Einsparungen gesetzt wurden, aber tatsächlich auffallend viele jüdische Lehrende von den vor allem Frühpensionierungen betroffen waren. Und dass insbesondere jüdische und linke JungwissenschaftlerInnen, wie wir sie heute nennen, eigentlich relativ klar wussten, sobald sie das Studium, wenn sie überhaupt eins anfangen oder auch abschließen, den Weg ins Ausland suchen. Also Sie kennen vielleicht alle Max Perutz, Chemiker, Nobelpreisträger, jüdische Herkunft. Er verlässt Österreich, sobald er fertig ist mit dem Studium 1936, geht nach Großbritannien, nach Cambridge. Also die sehen hier keine Zukunft mehr. Der antisemitische Grundkonsens der Lehrenden ist so ausschlaggebend. Und das vor 33 wie nach 33. Links ein ehemaliger Rektor, der eben auch Lehrender war, darum kann ich immer so Lehrende mit Funktionären vermischen, der über die Pogrome oder über einen Gewaltakt gegen Studierende in einer Karikatur spricht und sagt, die Studenten auffordert, nur noch österreichische Juden zu hauen, wie er es nennt, denn das US-amerikanische Konsulat hat sich bei ihm schon beschwert und das schon vor 33, dass eben Juden nicht sicher sind auf der Hochschule. Und rechts Julius Tandler, Sie kennen ihn, glaube ich, alle, so eine der Zielscheiben antijüdischer und antilinker Propaganda hier im Stürmer zum Beispiel, also im Jahr 1933. Die antisemitischen Erfahrungen der Studierenden damals kann man, finde ich, gar nicht zusammenfassen. Der Fakt ist eben auch hier ein Plakat, das sagt, Judeneintritt verboten. Vor 33, dann kommt es noch einmal im Jahr 33 zu sehr brutalen Ausschreitungen an der Anatomie. Und sehr viele, in dem Fall zum Beispiel eine Frau, hat 1981er Jahren darüber geschrieben, wie das eben war, im Austrofaschismus zu studieren. Jemand, der noch später nicht davon geschrieben, sondern davon erzählt hat, und das ist auch der vorletzte Aspekt, ist Walter Sokel. Er ist vor allem auch durch das Gedenkbuch der Uni Wien bekannt. Er schreibt eben davon, dass seine Erinnerungen an den Austrofaschismus die sind, also er hat hier studiert, 1936, seine Erinnerungen sind einerseits geprägt von der Tatsache, dass er sich selbst mit seinen Kommilitonen ghettoisiert gefühlt hat. Er hatte überhaupt keine kameradschaftlichen Beziehungen mehr. Und er sagt auch, dass das, was er beobachtet hat vor 1938 in seiner Studienzeit, er nennt es so die Ruhe vor dem Sturm, dass das eigentlich schon retrospektiv die Shoah für ihn angekündigt hat, also vor 1938 an der Universität als Jude zu studieren. Die Frage der Frauen können wir, glaube ich, jetzt auch in der Diskussion nochmal aufgreifen. Es gab die Idee des gottgewollten Platzes an der Alma Mater für Frauen. Das bedeutete keine Professuren, das kam erst viel später. Das bedeutet auch, dass es das Doppelverdienergesetz, das ich erwähnt hatte, klar gesagt hat, Frauen emanzipiert oder selbstständige Frauen sollten im Bereich des öffentlichen Dienstes zurückgedrängt werden und keine Positionen mehr einnehmen. So auch an der Universität Wien nicht. Das Ziel war, ganz klar offiziell eine Arbeitsplatzmaßnahme, also sozusagen Frauen rausdrängen aus dem Berufsleben, weil man 25% Arbeitslosenrate hat. Tatsächlich war es eine Männer- und Familienfördermaßnahme. Das hat Frauen abgeschreckt. Das sehen wir auch einerseits der Verlauf, wie Frauen sozusagen angestellt waren, in welchen Verhältnissen. Also Frauen waren stets nur, auch nicht in der Mehrheit, aber in Relation höchstens unter administrativem Personal an der Universität nennenswert. Und auch bei den Studierenden, bei den Studentinnen ging die Zahl der Studentinnen zurück und das hätte sich, glaube ich, noch weiter fortgesetzt, wäre es nicht zum Anschluss gekommen. Das sind die drei Aspekte, die ich Ihnen heute noch vorstellen wollte. Der Dank geht ganz klar an jene, die daran mitgearbeitet haben. Und das ist, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, selbstverständlich meine Dissertationsbetreuerin Sibylle Steinbacher und die Gutachterinnen Georg Pichler und Reiter Zadlokal. Die Buchproduktion habe ich schon ein bisschen verraten, wer mitgemacht hat. Andreas Huber ist ja auch da, Manuela Bauer, Barbara Biering und Michael Bigus vom Verlag Oliver Ketsch, Madeleine Engelke und das Team Denkknieling-Meißel wurde ja ebenfalls schon erwähnt. Die Fördergeber etc. wurden auch schon erwähnt, das heißt, ich habe da auch keine Verlegenheit mehr. Der Dank geht aber natürlich an die Unibibliothek und das Rektorat für die weitere Unterstützung. Das lese ich ganz sicher nicht vor, Sie sind alle im Buch genannt, aber ich wollte es einmal kurz abbilden. Man ist nicht allein bei so einer Studie und das ist auch wahnsinnig gut so. Und in dem Sinne möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken und vor allem sagen, dass ich mich jetzt auf das Gespräch freue, dass wir zeitlich wahrscheinlich so in 15 Minuten machen werden, um dann nach draußen zu gehen.
Vielen lieben Dank. Guten Abend, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die großartige Präsentation, die gleich sehr viele Fragen aufwirft, nehme ich an, im Publikum, so wie bei mir. Ich meine, ich habe das Glück gehabt, dass ich dich in deiner Forschung, ein bisschen diesen Alltag der Forschung also mitbekommen habe. Und damit fange ich auch an, weil... Also du hast diese beeindruckende Zahl an Archivmaterialien aufgelistet, und da kommt man trotzdem nicht ganz weg von dieser Idee von ziemlich trockenem Material. Und ich kann mich erinnern an diese unglaublichen Zahlen. Also ich bin bei 2017 der Disziplinarverfahren, ich bin bei Zahl jetzt bei 418 und ich komme da voran und so voran. Und was großartig ist in diesem Werk ist, es zeigt uns, es ist trotzdem nicht nur die Geschichte der Uni und der Wissenschaft. Es ist die Universität als Ort, als sozialer und als politischer Ort. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kannst du ergänzen zu den Aspekten, die du uns da gesagt hast, die Aussagekraft dieser Arbeit über die Institutionsgeschichte hinaus, und zwar diese auch etwas vom Atmosphärischen. Ja, wie kann man sich diese sozialpolitische und politische Atmosphäre an der Universität Wien und was das ist in der Diktatur dieser Universität Wien, was sie uns jetzt erzählt? Das wäre ein Aspekt. Vielleicht möchtest du, dass ich einige nenne und du wählst aus oder so? Ein weiterer Aspekt, der für mich besonders spannend für die Erforschung des Austrofaschismus ist, also wenn wir uns dieses Bild der Universität Wien vor Augen führen, ist gleich vorherrschen die Macht des Nationalsozialismus, dieser unglaubliche Anfluss, der Druck. Also, und wenn man dann sich da vorstellt, also Widerstand gegen das Regime an der Universität Wien, das ist sehr stark ein Widerstand von rechts. Und die Repression des Regimes ist auch eine Repression gegen den Nationalsozialismus. Das heißt, es könnte fast den Anlass geben für Interpretationen aller stärkt die Idee, das Regime sei doch eine Widerstandsfront gegen den Nationalsozialismus gegeben. Du zeigst in dem Werk, so einfach ist es nicht. Und das fände ich sehr spannend, dass du uns noch ein paar Hinweise darauf gibst. Also dieses Paktieren auch, das du erwähnt hast. Also ein differenzierteres Bild. Das wären zwei Aspekte, die ich sehr, sehr interessant finde. Die Kontinuitäten, wenn du und die, also in der Zeit nach 1945, was man da raus lernen kann. Und vielleicht falls du zu diesen weiteren offenen Perspektiven anderer Universitäten, hast du gesagt, bevor man mit dem Vergleich beginnt mit anderen Ländern, sollten wir mal das Feld weiter abdecken in Österreich. Genau, was du für offene Perspektiven für uns in der Aufarbeitung des Austrofaschismus aus der Perspektive der Uni nicht nur als Institutionsgeschichte, eben sondern darüber hinaus siehst. Ich lasse dich rauspicken, was dir interessant vorkommst. Genau. Am meisten provoziert mich immer die Frage nach Kontinuitäten, weil ich bin Zeithistorikerin, aber also natürlich nicht nur bis 38 oder 45. Also ich denke mal, ich mache mal die Kontinuitäten. Also ich habe schon anklingen lassen, ich versuche mich tatsächlich kurz zu fassen. Die Kontinuitäten sieht man, und ich spreche von den, nach 45 oder ab Mai 45 haben wir eine zweite Republik, das bedeutet demokratische Vorzeichen, aber an der Uni Wien selbst sind eigentlich Funktionäre einer Diktatur wieder am Werk, die vor 38 halt schon entweder im staatlichen oder auch im universitären Dienst tätig waren. Und das finde ich interessant, dass man ganz oft vergisst, dass nach dem NS-Regime zwar, also eben, wir hatten Demokratie, ich denke nicht, dass es eine Stunde Null war, eben weil
zum Beispiel der erste Rektor der Uni Wien, der letzte Justizminister im Austrofaschismus war, dass wir ganz viele Lehrende haben, die wieder nach 1945 an der Universität Wien sind. Das sind halt ehemalige Austrofaschisten, die man von mir aus auch gerne schon dann als Demokraten fassen kann. Aber sie sind groß geworden in einer Diktatur, haben dort auch ihre Netzwerke begründet und die lassen sie nicht einfach nach 1945 fallen. Und sie lassen auch nicht die Beziehungen zu ihren ehemaligen NS-Kollegen und Kolleginnen, Kollegen beiseite, was vielleicht auch ein bisschen auf diese Frage zurückweist. Also ich glaube eben nach 1945 gab es vielleicht so eine kurze Phase, wo viele Nationalsozialisten an der Uni Wien sozusagen in einer Quarantänephase, wie das Hans und Roman Pfefferle nennen, waren, aber dann auch wieder an die Universität kommen konnten. Warum? Weil man sich aus der Zeit vor 1938 kannte. Und also zum Beispiel der erste Rektor im Nationalsozialismus war schon längst seit 1933 illegaler Professor an der Uni Wien und hatte nie ein Problem an der Universität Wien. Also Fritz Knoll ist nicht einer derer, der ausgeschlossen wird. Es gibt Nationalsozialisten, die ausgeschlossen werden, aber die Liste derer, die nicht ausgeschlossen werden, bis 38 sind sehr lang und nach 45 hat man auch kein Problem, sukzessive ihre Nähe zu suchen oder dann halt nicht an der Universität Wien Wissenschaft gemeinsam zu machen, sondern dann zum Beispiel an der Akademie der Wissenschaften. Also sozusagen, das ist schon der erste Beweis, dieses ganz starke Anti-Nazi, wovon vielleicht viele gerne träumen, wenn man über den Austrofaschismus redet. Das gab es in Punkten, wo es dem Regime etwas genützt hat, aber man sieht, glaube ich, an der Nähe nach 45, welche Nähe es vielleicht auch vor 38 gab, um das runterzubrechen. Und ich glaube, was immer wichtig ist zu betonen, dass die bildungspolitische Landschaft nach 1945 geprägt war von diesen ehemaligen Austrofaschisten. Unterrichtsministerium, Sektionschefs, Minister bis Josef Klaus ist Kanzler, er war der erste Sachwalter, also Studentenführer der Uni Wien. Das sind alles Männer, die in den 30er Jahren hier studiert haben, beziehungsweise hier die ersten politischen Gehversuche auch geschafft haben, nicht nur versucht haben. Also das ist so eine Kontinuität und Sie haben alle durchaus bestimmte Verhältnisse zu ehemaligen Nationalsozialisten. Ich finde die Frage der Desiderata immer interessant, weil ich finde, selbstkritisch muss man auch sagen, was man nicht bearbeitet hat, was man noch bearbeiten kann. Ich glaube, es sind drei Dinge, die... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich jemand viel stärker mit Kurt Schuschnigg auseinandersetzt. Also in Anlehnung an deine Studie oder im Anschluss an deine Studie, zu Dollfuss. Also ich denke, man könnte sich Schuschnigg noch viel genauer ansehen. Der war Unterrichtsminister zur Zeit des Putsches, aber auch danach, der gibt das nicht aus der Hand. Das heißt, der Diktator, der Kanzler ist auch eine kurze Zeit noch Unterrichtsminister. Das bedeutet doch etwas. Also die Rolle der Universität für das Regime kann noch viel stärker vielleicht über ihn nachgezeichnet werden. Das ist einfach tatsächlich eine offene Frage. Das Thema Frauen an der Universität, Wissenschaftshistorikerinnen, die sich in einzelne Disziplinen einarbeiten, glaube ich, könnten noch viel mehr darüber sagen. Frauen konnten sich auch habilitieren im Austrofaschismus. Wie kann man die politisch einschätzen? Hat das was nur mit ihrer politischen Haltung, mit der Fachentwicklung zu tun? Ganz allgemein vielleicht ein Zweig, der noch bearbeitet werden müsste, ist tatsächlich die Wissenschaftsgeschichte der einzelnen Disziplinen, zum Beispiel Medizin im Austrofaschismus. Wie wird hier inhaltlich wirklich eingegriffen? Also das sind so Dinge, da gibt es noch viele Schriftenreihen, Bände zu schreiben, glaube ich. Also so viel Desiderata und ein bisschen, was dieses Anti-Nazi vielleicht ein bisschen dekonstruiert. Und um die Verbindung zu machen, ich fand es sehr, diese Detail über die Mutter von Werner Herzog, die eine Frau ist, aber von der Seite der Nationalsozialisten an der Uni Wien, ist auch eine witzige andere Komponente, die du auch näher beleuchtest in dem Werk. Also man denkt auch vielleicht, hat man eine enge Perspektive auf diesen Platz der Frauen im Universitätsbetrieb und würde man sie nicht unbedingt assoziieren mit dem Nazi-Einfluss an den Unis. Und das fand ich interessant. Gibt es viele Fälle davon? Also rund um die genannte gibt es eine eigene NS-Terrorzelle von Frauen, die eben massiv unterschätzt werden. Man wird dann immer so, ja, das ist ja kein Widerstand. Die sammeln ja nur ein bisschen Geld oder tun ein paar Sachenzettel von A nach B tragen. Das ist pure illegale Arbeit. Also das ist das, was
Eben, ja. Also das, was gefährlich ist. Aber das ist, was auch sehr wichtig ist, es gibt nicht nur unter den Nationalsozialistinnen Aktivistinnen, sondern auch unter den Linken, also Marie Tiedl zum Beispiel, die überhaupt über zwei Regime hinweg versucht, gegen das Regime zu arbeiten. Was offensichtlich ist, es gibt viel weniger Frauen in den Disziplinarverfahren, also in den Fällen, das kann man sagen, weil es weniger Frauen im Widerstand gab, aber vielleicht auch, weil ihre Aktivitäten oft nicht entdeckt wurden oder oft nicht als so oppositionell wahrgenommen wurden. Das muss man sich nochmal einzeln ansehen, aber es gab sehr viele auch also linke Frauen, die an der Uni tatsächlich versucht haben, gegen das Regime zu agitieren, Fahnen zu hissen, ihre Räume, Wohnungen zu öffnen für Treffen. Also das ist ein Fall, eben nicht nur Wissenschaftlerinnen untersuchen, sondern auch die Frauen. Was machen Studentinnen in der Zeit? Oder was ist ihr Alltag auch, abseits von politischer Genau, Agitation? Das ist dieses Atmosphärische, das man in diesen Bildern total gut findet. Es gibt dieses für mich so beeindruckendes Bild dieses Hörsaals, habe ich da vorhin schon gesagt, wo man diesen Initial, ist es die Nennung des neuen Rektors oder so, wo man diese unglaublich erdrückende, männlich-reaktionäre Atmosphäre so wie sie in das Auge siehst du sozusagen. Du beschreibst das Bild im Zuge der Eröffnung des Audimax. Dezember 36 wird das Audimax, das ist eine austrofaschistische Einführung, eröffnet und man sieht Kardinal Initzer gegenüber von, ich glaube, Dekan, Arzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sozusagen, das ist das Sinnbild des reaktionären, konservativen, männlich dominierten Raumes. Ich glaube, genau, also was Bedrückenderes in der Inszenierung finden wir auch nicht, was die Uni Wien betrifft. Was aber auch interessant ist, es gibt ganz wenig so inszenierte Bilder zur Uni Wien. Andere faschistische Länder schlachten die Universitäten auch propagandistisch viel mehr aus, als es das Regime hier mit der Universität gemacht hat, aus vielen Gründen oder aus einigen zumindest. Aber das ist sozusagen ein Bild, wo man sieht, das wird inszeniert, das wird dann eben Radio Wien übertragen, wie dieser große Hörsaal eben für die Massen eröffnet wird, weil dort die weltanschaulichen Vorlesungen stattfinden sollen. Also man hat schon ganz klar so eine faschistische Inszenierung oder eine Inszenierung gesucht, nur viel seltener als andere zum Beispiel. Ja, und manchmal finde ich zum Teil fast reaktionärer, als man andere Bilder des Regimes kennt. Also wenn ich jetzt im Bild im Kopf habe, dieses eine Porträt, das du auch zeigst, Gemälde von einem Rektor, und wenn ich das vergleiche mit dem bekannten Dollfuss-Porträt, dann, also dieses Bild vom Rektor im, wie sagt man, der Talar oder so klassisch, unheimlich streng, und daneben dieses viel diskutierte Bild von Dollfuss, das unheimlich modern ist, wo er sehr moderne Pose des Bürokraten also sieht, das ist auch ein gewisses also Gefälle da, und man merkt dann, die Uni, die hat wirklich diese eine in der Diktatur eine sehr besondere Funktion. Ja, also ich denke, also das geringste Interesse bestand daran, irgendwie offen oder sonst irgendwie zu wirken. Man war es ja erstens nicht, und warum sollte man dann so wirken, wenn man sich ansieht, also das war, ich weiß nicht, ob Sie das Buch von Jannik Wassermann oder du kennen, der schreibt über Black Vienna. Und für mich ist tatsächlich die Uni Wien innerhalb dieses roten Wiens eine schwarze Festung. Und da gibt es überhaupt kein Bedürfnis, irgendetwas auch an Modernität auszustrahlen, im Sinne der damaligen Zeitmodernität oder so. Die Burschenschaftler, schlagend und nicht schlagend, sind wahnsinnig präsent. Also reaktionäre, konservative Männergruppen findet man genau dort an der Uni. Ja, vielleicht sind tatsächlich die modernsten Dinge noch die Uniform der Nationalsozialisten. Also es wird manchmal diskutiert, es gibt ein Uniformverbot, und dann tragen die aber so fast hippe T-Shirts und man sagt, ist das jetzt noch eine Uniform oder nicht, aber es ist alles einheitlich. Also das ist tatsächlich jetzt mal im Auftreten etwas Gelösteres. Mhm. Aber an sich das Regime selbst und die Uni an sich ist ein Ort der puren Traditionspflege. Man beruft sich ja auch immer auf die Vergangenheit. Da ist ein Talar viel symbolischer als ein Dreiteiler. Ja. Mhm. Und der ist schon... Mhm. Ja, und vielleicht als letzter Punkt, bevor wir die Diskussion eröffnen. Blick nach Spanien. Ist es da vergleichbar, diese
Ort der Reaktion und Ort einer unheimlichen politischen Brutalität? Es ist da Vergleichbares? Ich glaube, Spanien hat eine doppelte Geschichte, die kurz erzählt. Zuerst gibt es ein paar Jahre, also die frühen 30er Jahre, der linken Republik, wo die Universität ein Ort ein bisschen, schnell zu vergleichen, wie so das rote Wien ist, dort können Frauen studieren, die philosophische Fakultät wird auch mit Gemälden ausgeschmückt, also da geht es um ganz viel Weltoffenheit zeigen. Dann kommt der Krieg 36 bis 39 und die Universität ist 3 Jahre durch ein Schlachtfeld, wortwörtlich, mit Schützengräben und 3 Jahre wird am Campus so wie hier gekämpft und mit 39 ist es das Prestigeprojekt von Francisco Franco, um zu zeigen, was das Regime wirklich ist. In einer Windeseile wird dort alles in sehr faschistischer Architekturweise wieder aufgebaut und es wird so ein Ort der Dominanz, wo das Regime zeigt, seht her, Republik, auf eurem Schutt haben wir etwas viel Besseres aufgebaut. Und diese Universität ist ein Vorzeigeort. Also Evita Perón macht sofort Stopp, als sie in Europa die Tour macht. Und dort zeigt man sich sozusagen am Ort der Universität. Aber die Gewalt, also wir hatten hier an der Uni keine Bürgerkriegszustände. Das Cover zeigt sozusagen, wie die Uni Wien sofort umzäunt wurde mit Stacheldraht. Das ist eben ein Bild aus dem Bürgerkrieg. Aber es kam im Bürgerkrieg hier nie zu Kampfhandlungen. Der Kampf und die Arena der Gewalt war die Uni lange davor schon. Also das ist so, direkte Kriegshandlungen nicht, wahnsinnig viel Gewalt dafür, aber davor... Und ja. Aber dafür eine alltägliche Gewalterfahrung, genau. Oder? Genau. Also darum sind es zwei Extreme, diese beiden Diktaturen zu vergleichen. Es gibt dann schon spannende Vergleichspunkte, aber die füllen Abende. Okay, aber weil unser Abend noch ein bisschen weiter gefüllt werden kann, öffne ich gleich die Diskussion. Ich habe keine Uhr, also ich bitte dem Herr im Haus, mich darauf hinzuweisen, okay. Genau, wenn Schluss ist. Bitte um Ihre Wortmeldungen, Fragen, Nachfragen, Kommentaren. Wie viele Studenten an der Uni? Mit 37, 38 haben wir, glaube ich, 9.500 Studierende. Also genau, da sprichst du was an. Die Universität Wien ist, also... Es ist die größte Hochschule des Landes. Jetzt kann man sich vorstellen, wie klein die anderen waren. Es ist ein spezieller Ort, ein Ort einer Elite. Mhm. Also von mir ist auch der linken Elite, die es möchte und schafft, zu studieren. Aber natürlich jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen kann man jetzt sagen, gut, wir haben jetzt wie viele Studierende an der Universität? Ich glaube, das Zehnfache, 90.000. Es ist ein anderes Verhältnis, aber die Uni Wien oder die Universität an sich ist ein anderer Ort. Es ist kein... Ich würde sagen, heute sind wir ein neoliberaler Ort, aber damals war es einer der konservativsten, reaktionärsten Orte, wo man sein konnte. Und das darum, 9.000 klingt nicht viel, aber eigentlich zeigt es ganz viel, was für ein Selbstverständnis man hatte, klein und elitär. Und trotzdem gibt es die paar linke Studierenden und das ist dann noch also beeindruckend das an sich sozusagen. Genau, und sie machen ja auch wahnsinnig innovative Wissenschaft. Also Marie Jauda war Studentin hier und treibt das voran. Das musst du mal schaffen an so einem Ort, der tatsächlich eben frauenfeindlich, anti-links, anti-jüdisch ist. Wir haben auch Teilnehmende online. Ich darf... Also ich glaube, es gibt mehrere Fragen. Die eine, wurde eine der im wissenschaftlichen Feld für den Austauschismus tätigen Personen nach 45 rechtlich belangt? Die Frage wäre, warum sollte jemand rechtlich belangt werden, der 33 bis 38 Wissenschaft betreibt? Das ist ja nichts Verbotenes. Also belangt wurden entweder jene, die also im Austauschismus sich illegal entsprechend der damaligen Sätze betätigt haben. Also von daher, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler im Austrofaschismus zu sein, ist war nichts Verbotenes. Also ja, und offenbar ist es nichts Verbotenes,
überhaupt Diktatur Austrofaschismus gewesen zu sein nach 45, weil rechtlich belangt wird kaum jemand nach also 45 genau, ohnehin. Also einen Universitätsfunktionär hat man rechtlich nach 45 nicht belangen können dafür, dass man genau. 1936 Dekan war. Genau, selbst ein Kurt Schuschnigg wurde rechtlich nicht wirklich belangt, also von daher ist es... Ja, aber es ist eine gute Frage, ja, weil ja, es ja. eine Perspektive ja, das, öffnet. Aber das zeigt, es zeigt wieder mal auf, was... was diese fehlende Aufarbeitung, also sofort nach 45 und für eine lange Zeit mit dieser Diktatur ist. Das ist noch einmal am Beispiel der Universität sozusagen. Von Lukas einen großen Dank, den wir uns alle anschließen können. Mich würde die Quellenbasis zur Selbstdefinition von Opfern des Antisemitismus interessieren, da du meintest, dass sich viele nicht als Juden, Jüdinnen oder Juden ansahen. Ich finde es sehr spannend, noch etwas über Ego-Dokumente von den Betroffenen zu hören. Was interessant ist, also meistens, wenn wir, die meisten Ego-Dokumente haben wir von jenen Studierenden, die 1938, nach dem März 1938 vertrieben wurden. Jetzt kann man rückwärts rechnen, all jene, die 38 studiert haben, haben auch davor eine Zeit lang studiert und somit waren sie auch Studierende im Austrofaschismus. Wenige erzählen eben so über den Austrofaschismus, so wie Walter Sokell oder Fanny Stang. Was ihnen aber allen, wenn sie 38 vertrieben wurden, gemeinsam ist, dass sie ganz oft sagen, sie wurden von den Nazis als Juden vertrieben und das waren sie nicht. Und dann erzählen sie, was sie nämlich im Austrofaschismus gemacht haben, sich zum Beispiel kommunistisch betätigt. Und da war Jude oder Jüdin sein für sie überhaupt nicht relevant in ihrer illegalen politischen Aktivität, sondern da ging es darum, eine politische Person zu sein, welche Konfession die Eltern hatten, die Großeltern oder von mir aus man selbst am Papier, war nicht das relevante, nicht der relevante Aspekt der Selbstdefinition. Mhm. Und so sieht man in den Ego-Dokumenten einerseits die Erzählung, ich wurde als Jüdin vertrieben und vielleicht auch als Kommunistin zum Beispiel, aber im Austrofaschismus selber, ja genau, also ich belasse es dabei, es ist dieses... man wird zum Juden gemacht, ohne dass man selbst es findet. Es gab auch selbstverständlich Studierende, die sich auch als Juden gefühlt haben. Also das, ich möchte jetzt nicht jeden als Fremddefinierten bezeichnen, aber sozusagen, ich finde, das ist so ein wichtiges Spannungsfeld. Und eben, dass die Vertriebenen von 38 Studenten von 37 sind. Das heißt, sie leben schon in einer Diktatur. Ja. Das ist mir überhaupt erst im Rahmen der Arbeit bewusst geworden. Und studieren in einer Diktatur ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Mhm. Und ich möchte noch jetzt nicht anfangen, Namen aufzuzählen, sonst würde ich Lücken aufreißen. Ja, sicher. Bitte, weitere Wortmeldungen. Ja. Also ich habe eine Frage an die Elite-Universität. Kann man etwas sagen über die Qualität der Forschung und Lehre während dieser Zeit versus andere Universitäten? Es würde mir schwerfallen, gerade den Vergleich zu anderen Universitäten zu suchen, weil es so wenig Forschung gibt. Also mir würde jetzt ad hoc keine Vergleichsuniversität einfallen, wo ich Ihnen seriös dazu eine Antwort geben könnte. Also ich möchte auch nicht, was denke ich wichtig ist, auch die Forschung, ich bin vielleicht in den einzelnen Disziplinen zu schlecht bewandert, um das wirklich beurteilen zu können, aber nicht jeder, der im Austrofaschismus geforscht hat, da gab es schon auch sehr kluge Köpfe. Man muss ja auch sagen, zwischen 38 und 45 gab es punktuell sehr, sehr spannende, super Forschung. Die Frage ist halt nur, in welchem Rahmen man geforscht hat. Aber für die Qualität kann man nicht sagen. Ich fände es schwierig, also den Berufungen nach zum Beispiel im Austrofaschismus, die eigentlich ein Qualitätsmerkmal sein sollten, ist zum Beispiel zu sehen, dass die Nachfolge von Julius Tandler, den ich kurz gezeigt habe, es tatsächlich jemand auf die Kanzel der Anatomie geschafft hat, der inhaltlich mit Sicherheit nicht der Bestqualifizierteste war. Und das hat man in Kauf genommen. Nicht bei jeder neuen Berufung, das ist auch wichtig, aber an sich ging es genau darum, nicht mehr die Qualität an erster Stelle zu stellen. Manchmal ging es einher mit der politischen Loyalität. Wenn nicht, hat man das akzeptiert und hat beispielsweise Gustav Sauser berufen, einen tatsächlich schlecht qualifizierteren als andere. Danke. Vielen Dank. Ja, gleich neben Ihnen und dann sehe ich eine Frage auch online. Mich würde noch interessieren, also sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen einerseits regimeloyalen Studierenden, Lehrerinnen und Nazis, ob du sagen kannst, sozusagen,
Was waren eher Konflikte? Gab es irgendwelche ideologischen Aspekte sozusagen? Oder wann gab es Zusammenarbeit? War das pragmatisch? Also so ein bisschen. Also die Zusammenarbeit gab es vor allem lange vor 1933 schon, der große Bruch zwischen den dann Regimeloyalen, also nennen wir es bei den katholischen Studierenden und den nationalsozialistischen Studierenden, ist im Dezember 1932 passiert, also da bricht deren Lager auseinander. Dann gibt es tatsächlich auch erstmals Übergriffe von NS-Studierenden auf jüdische, von katholische Studierende. Also es gibt dann tatsächlich, das steigert sich ein bisschen und der Konflikt wird größer, aber zum Beispiel schon nach dem Juliabkommen 1936 wird versucht, die nationalsozialistischen Studenten in diese Hochschülerschaft wieder einzugliedern und zu schauen, wir müssen paktieren, wie kriegen wir das hin? Das scheitert dann an zu hohen Forderungen der NS-Studierenden, aber in Wirklichkeit gab es die ganze Zeit ein Changieren. Also die haben eben versucht, ihre Nähe zueinander zu suchen im Vergleich. Also die austrofaschistischen Studierenden haben niemals kann man vielleicht nicht sagen, aber nicht die Nähe zu linken Studierenden gesucht in Kooperationen oder in Dingen. Die hatten auch einfach weit weniger ideologische Gemeinsamkeiten. Also Antisemitismus hatten sie vor wie in 1933 als eine Stütze ihrer Ideologie. Also da trifft man sich halt am ehesten. Was interessant ist, im März 1938 versuchen Regimeloyale und linke Studierende noch mal ganz kurz gegen den Anschluss sich zu vereinen, aber das gab es eben sehr, sehr spät und der Ausgang, den kennen wir auch. Genau. Danke. Ich glaube, wir sind fast am Ende der verfügbaren Zeit. Eine Frage hier noch von Herrn Gimpel. Mit Wechselbeziehungen Universität und Gymnasien, ist das, ich glaube, das ist über den Rahmen deiner Forschung hinausgegangen. Aber es ist stimmt, wenn man dieses, wie wir haben Unterrichtsministerium erwähnt, das ist dann öffnet das gleich das Feld. Ja, es gibt also ein Feld, das man bearbeiten muss und es wird immer wieder angesprochen, also sozusagen der Aufruf an alle. Also ich habe auch ganz oft in meinen Seminaren Lehramtsstudierende, die sagen, ich möchte jetzt nicht mehr über den nationalsozialistischen Lehrerbund oder wie auch immer reden, sondern machen wir mal die Geschichte der Lehrerinnenausbildung im Austrofaschismus. Mhm. Die Ausbildung findet hier statt und dann die Arbeit in dem Gymnasium. Jetzt müsste man sich ansehen, welche Ausbildung hier stattfindet, kann ich nur nicht beantworten. Das Einzige, wo sich eben diese Inhalte treffen, sind das Ministerium und diese Verordnungsblätter, die ich erwähnt habe, weil da immer alles gemeinsam sozusagen verkündet wird, wie die Institutionen oder welche Regelungen es gibt. Also Herr Gimpel, ich rate Ihnen, ich weiß nicht, in welcher Qualifikationsstufe Sie sind und was Sie machen möchten, aber ein sehr gutes Thema. Eine allerletzte Frage aus dem Publikum. Vielen Dank. Meine Frage betrifft das Thema der Exklusion und das spezifisch eigentlich die Disziplinarverfahren. Und da würde mich interessieren, wie sehr war da auch das, was heute unter allgemeines Personal firmiert, also eben organisatorisches Personal, das eben nicht direkt mit der Ebene der Forschung und Lehre betroffen ist, ob es da irgendwie ein quantifizierbares Gefälle gibt, ob man da auch wirklich sieht, dass dieser Fokus sehr stark auf Ideologievermittlung geht, die ja bei Forschung und Lehre wesentlich akuter ist oder dringlicher, weil es ja um den direkten Kontakt mit Studierenden geht. Also ich habe, also eben die Diskrepanz ist schon sehr groß zwischen Studierenden und Personal und innerhalb des Personals sind es tatsächlich vor allem die WissenschaftlerInnen. Also wer zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war aber in der Veterinärmedizin, es gibt mal ein Verfahren gegen einen Portier, also wer ist administratives Personal, in dem Fall ist das der Portier, der Universitätsoptiker, das gab es auch, also es gibt noch, aber diese Gruppe ist so klein, mir würde für die Uni Wien gerade keiner einfallen, ich glaube, bei den Bibliothekarinnen könnten wir nochmal fündig werden, ich glaube, da ist der Markus eher auch mit Kolleginnen dran, wüsste ich aber jetzt ad hoc nicht, also man sieht eben sozusagen da schon, aber das hat tatsächlich schon nicht mal nur mit dem Stand, sondern mit der Anzahl der Menschen zu tun, wäre ein wahnsinnig kleines Sample. Aber ja, aber wir können gerne mal in der Datenbank nachschauen, das einmal durcharbeiten. Also, wenn die schon so wenn unglaublich hergestellt wurde. Unterstützt hat. Aber wirklich unglaubliche Arbeit.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich glaube, also ich kann Ihnen wirklich nur wärmstens empfehlen, diese Nähe reinzuschauen in dieses Werk, auch packend formuliert und erzählt einfach. Und das zeigt uns wirklich, was die Uni alles ist und was sie uns bringt für die Erforschung von Diktatur und auch für die langfristigen Folgen von Diktatur in postdiktatorischen Kontexten. Vielen Dank, Linda. Es hat mich sehr gefreut, mit dir das zu besprechen. Und ich lade, darf ich glaube ich, im Anschluss alle ein, zum Ausklang in den Hof auf Brot und Wein uns zu treffen. Danke und schönen Abend noch. Danke.